und ich denke, die hören uns auch. Und man merkt, pro Trainingseinheit, das wird immer besser, oder? Auf jeden Fall, ja. Und heute ist es das erste Mal so, nicht wundern, dass sie weitestgehend alleine tanzen. Normalerweise tanze ich immer vor und ich bin danach. Und jetzt haben wir aber so weit geübt, dass sie alleine tanzen möchten und ich bloß so ein bisschen Zeichen geben. Also nicht wundern, ja? Feiger, ich denke, auch du wirst die Erfahrung gemacht haben, dass die Muttis, Vatis, Omas, Opas, die sind, glaube ich, aufgeregter wie die kleinen Sportler, oder? Ich bin mir nicht ganz so sicher, aber ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe schon gesagt, ich habe gar keinen Grund, ne? Das wird schon alles klappen. Okay, dann sagen wir auf die Plätze, fertig, los. Du gehst in Position. Und wir kriegen nochmal einen ganz, ganz stummischen Applaus für unsere kleinen Künstler hier auf der Bühne. Auf der großen Showbühne präsentieren wir Ihnen, liebes Publikum von Blütenfest, unsere Superkinder. Viel Spaß! Wir waren auf der Showbühne, die Zumba-Kinder, das ist sensationell.